Wirke diesen Zauber auf ein leeres Feld, damit es als innerhalb deiner Domäne gilt, auch wenn es weiter weg ist. Krass. Das ist gut. So, was können wir als nächstes noch erforschen? Wir sollten vielleicht mal die Transmutation machen hier. Ja. Wir sollten aber auch bei dem Allfeuerfluss jetzt mal wieder mehr in Richtung Kenntnis gehen. Kenntnis Everdeen. So. Zauber wirken brauchen wir, glaube ich, gerade nicht. Ich verstehe gerade nicht, warum wir hier jetzt nur noch einen Platz haben. Oder hat er die zusammengefasst? Bilden wir trotzdem zwei aus? Ne, wir bilden nur einen aus, ne? Warum eigentlich? Das haben wir doch noch genauso. Ah, weil das hier kaputt ist, ne? Das ist kaputt gegangen. Weil das in der Nähe war. Ja, Mist! Hätte ich das mal gewusst. 160, 112. Nice. Rüstung. Aber Fell haben wir jetzt gar nicht bekommen, ne? Obwohl das gesagt wurde, dass wir Fell bekommen sollen. Haben wir eigentlich noch irgendwas? Warte mal, hier oben müssen wir mal gucken. Wie ist es denn? Verzaubert jede Schlacht mit erstickende Dämpfe. Alle sterblichen Einheiten sind bis zum Ende der Schlacht von erstickt. Fügt zu Beginn des Zuges der Einheit 5 Todesschaden zu. Aber das verzaubert offenbar die ganze Schlacht, ne? Nicht nur die Angriffe dieser Unit, weil dann kann ich das nicht einsetzen. Weil ich mich doch sonst selbst porne. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Hier ist Siebenburg. Und hier unten haben wir die verlorene Zauberbuchseite. Ich weiß zwar nicht, wie wir da rankommen. Aber vielleicht klärt sich das ja noch. Hier haben wir Wissen. Oh. Da müssen wir auch aufpassen. Hm. Ich glaube, wir ziehen uns besser zurück. So, hier können wir immer noch nichts machen. Ich kann nun Kultisten in meinem Turm anheuern. Ich sollte sie als willige Wirte verwenden oder um neue Kulte in Städten zu gründen. Nice. Jetzt, wo es einen ständigen Nachschub an Kultisten gibt, sollte ich meinen Einfluss auf die Städte vergrößern und neue Anhänger gewinnen. Etabliert 2 neue Kulte in Städten. Dämonische Studie. Mehr als einmal wünsche ich mir nun, einen Dämon entfernen zu können, ohne den Wirt zu töten. Ich sollte mein Wissen über sie erweitern, indem ich 8 Besessene in meine Reihen aufnehme. Das heißt, wir brauchen noch mehr Dämonen. Die Frage, was es noch alles für Viecher gibt hier, ne? Warte mal. Wenn wir den jetzt nehmen und den, dann haben wir... Dann haben wir den. Mit Tod haben wir halt noch gar nichts, ne? Aber vielleicht kommt das ja auch noch. Der bleibt erstmal im Turm. Okay, wir sollen also 2 neue Kulte gründen. 18 Mana. Tschüss. Die Kultisten steigen auf, fügt einem benachbarten Feind 26 physische Schaden zu, fügt verwurzelt zu, kann sich nicht bewegen oder giftige Berührung. Alle Angriffe können vergiftet hinzufügen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Schaden gegen Einheiten von höherem Rang. Geschoss, Reichweite und Sichtweite. Das ist mega. So, bei dir machen wir auch
Sehr gut. Uff, diese Einheit und alle Verbündeten in ihrem Trupp erhalten 20% EP-Bonus. Diese Einheit wird jeden Tag 30 Leben bei allen Dämonen in der Einheit in diesem Trupp heilen. What? Was für starke Sachen sind das? Das macht mich fertig. So, den haben wir erstmal abgelegt. Den will ich nämlich vielleicht gleich nutzen. Wobei... Ah, Siebenburg ist die Hauptstadt des Königreichs Hohenmark und der Sitz des Königs. Die sieben Türme, die über das Reich wachen, sind ein Symbol der Sicherheit auch für Elfen und Zwerge. Ist hier in Lübeck genauso. Diese haben ebenfalls Sitze im Rat. Siebenburg ist berühmt für seine große Bibliothek und seine Alchemisten und ist in ganz Fiara schon lange ein wichtiger Faktor für den Frieden und die Ordnung. Das heißt, wir können nun sowohl in Siebenburg als auch in Eluvien einen Kult gründen. Oder nicht? Das würde ich doch jetzt mal ganz stark sagen, dass das sinnvoll wäre. Das ist noch nicht abgebaut. So, und hier nerven uns jetzt die. Vielleicht können wir sie mit Fleisch locken und dazu bringen, uns zu folgen. Nö, wir hauen sie weg. Der könnte sterben. Der ist aber nicht gestorben. Dieser Pelz wird als Beweis dafür dienen, dass ihr die Wölfe getötet habt. Ja, das waren ja aber noch nicht alle, ne? Das wollte ich jetzt auch mal erwähnt haben. 100% tägliche Regeneration. Der sieht auch schon wieder nervig aus. Wartet mal, wir können doch sicher... Linderung wirken. Hier bekommen... Das ist sehr gut. Hier ist irgendwer aufgestiegen. Cool. Wir brauchen einfach mehr Dämonen. Der ist jetzt auch hier. Wir brauchen mehr Dämonen. Und selbst wenn es nur die Standarddämonen sind. Na, das bringt uns gerade nichts. Nehmen wir das Bergkupfer. Geier des neuen Zeitalters. Da machen wir jetzt also zwei. Ansonsten gehen wir jetzt in die Richtung zurück und holen uns jetzt hier gleich Lenia. Hier werden Feinde auftauchen. Ist aber auch Allfeuer, wie wir sehen. Du wartest noch auf Befehle. Ah, da ist Zacharias Menagerie. Hitzestein. Golden Nugget. Dann gib mir mal das zwergische Windkraut gleich. Kann Berge und Klippen überqueren. Das ist genau das, was wir wollen. Hier könnt ihr Abenteuer erleben. Ektoplasma, Lenia und Bandagen. Ja, wie kommen wir da hin? Im Grunde brauchen wir ja hier einen Zauberspruch, so einen Terraforming-Zauberspruch da. Transmutation ist es ja nicht. Gerüchte enthüllen ist es auch nicht. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie hinkommen. Okay, du kriegst jetzt erstmal diesen Wolf. Und dann machen wir am besten noch einen. Meine Geld ist ja gerade wirklich nicht unser Problem. Wir sind jetzt mittlerweile bei Stärke 200. Oh, hier unten können wir auch nochmal lang gehen. Ich sehe hier Schätze. Und da werden Gegner auftauchen. Streifzug 112. Hauen wir sie weg. Und weiter. Nochmal wieder Pilz gekriegt. Ist die Frage, ob wir das gleich nochmal machen wollen. Wirkt Linderung noch oder wie lange wirkt Linderung? Zu Beginn des nächsten Tages. Okay, dann müssen wir das jetzt nochmal machen. Da ist schon wieder jemand aufgestiegen. Hier in dem Trupp, ne? Ja, der Trupp, der ist auf jeden Fall gut.
Das ist wirklich sehr interessant mit diesen ganzen Kulten und so. Also es gibt da offenbar dann ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten, ne, würde ich jetzt mal meinen. Wie teuer sind eigentlich Kultisten? Die kosten nur Magie. Also Mana-Unterhalt, okay. Aber 5 Runden, das ist viel. Das ist jetzt wirklich nicht wenig. Ja, da kriegen wir den Schlot, das weiß ich ja schon. Oder warte mal, was ist denn, wenn wir das einsetzen und dann das? Ah. Wir müssen gucken, dass wir hier die Zutaten-Slots freikriegen. That's very important. So, wir haben keine Forschung, wir haben die Transmutation gemacht. Gold in Mana und Mana in Gold. Das wird auf jeden Fall sehr wertvoll werden. Einziehen. Wir machen erstmal Ausdauer. Müdigkeit ist nur ein Zustand des Geistes. Er kann auch einfach davon überzeugt werden, die Schwäche des Körpers zu ignorieren. Und so können Soldaten tagelang marschieren. Mit Planung fortfahren. Wenn ihr der Beschreibung eures Meisters für den Zauber folgen wollt, müsst ihr einen ausreichend großen Kristall finden und ihn mit mächtiger Magie füllen. Nur dann kann eine weniger anstrengende, vielleicht gar unendliche Levitation eures Turms erreicht werden. Wenn ihr einen in euren Besitz bringen könntet, wäre ein schwarzer Meteorsplitter aus dem Magnetstein ein passender Transmitter. Das Problem daran ist, dass ein vom Wächter hierin dort platzierter Zauber dafür sorgt, dass bislang noch niemand einen hat bergen können. Ich erinnere mich, dass jemand damit angegeben hat, einen solchen Stein zu besitzen. Vor einer Weile gab es tatsächlich ein Gerücht um einen Nekromanten, der eine Gruppe von Schattenkreaturen aus dem Magnetstein herbeirief, um einen der schwebenden Kristallsplitter für ihn zu beschaffen. Es könnte sinnvoll sein, ihn aufzusuchen, um diesen Prozess zu erlernen. Der ist sehr weit unten. Der ist sehr weit unten. Vor allem... Was sind das hier für Symbole? Die sind neu. Das sind neue Symbole, die kennen wir nicht. Interessant. Okay, gehen wir mal hier hin. Da sind Gegner. Knapper Sieg, ja, wahrscheinlich, weil die... wartet mal. Das probieren wir auf jeden Fall. Die Schlacht, die ziehe ich mir rein. Jetzt kommen sie leider alle angeschissen. Es ist schon ungewöhnlich, wenn man gar keine Consumables mehr hat, ne? Das ist halt so, man kennt das gar nicht mehr. Reichweitenmalus. Nur Bandagen kann ich einsetzen, das war's schon. Wir könnten schauen, dass wir uns ein bisschen zurückziehen. So, und das war jetzt natürlich komplett dumm von ihm. Jetzt können wir nämlich auf jeden Fall Schaden machen. Da würden wir ein bisschen was reinkriegen. Nahkampfschaden. Verringert die Rüstung, erhöht den Nahkampfschaden. Wenn ich ein vorsetze... Das ist mir eigentlich zu unsicher. Das könnte reichen, das könnte aber auch nicht reichen. Das könnte gerade so nicht reichen. So, und jetzt könnten wir theoretisch den machen. Okay, tatsächlich ist eine von unseren Gruppen jetzt gestorben. Also doch. Aber ich finde das Ergebnis jetzt trotzdem okay, ehrlich gesagt. Ja, ist schade um ihn, wie gesagt, aber wir kriegen den Dämon ja wieder. Können wir den direkt irgendwo einsetzen hier? Ja.
Den aufgelevelten. So, mit dir wollten wir weiter in die Richtung gehen. Das ist ein versteckter Schatz. Den könnte man theoretisch jetzt mal angehen. Da ist auch schon wieder irgendwas Böses. Einmal. Die Minenarbeiter werfen euren Leuten immer wieder Blicke zu. Schließlich ist einer von ihnen mutig genug, um auf euch zuzukommen. Ich hoffe, dass ich euch nicht störe, aber unser Dorf braucht ein paar Soldaten. Wisst ihr, Granitzwerge haben unsere Minen an sich gerissen. Wenn ihr uns helft, sie loszuwerden, können wir euch etwas unseres Roherzes geben. Ein großzügiges Angebot. Oh, das ist da oben. Von da komme ich doch gerade erst, Mann. Okay. Warum sind die Domäne so krass? Ich bin gerade verwirrt, dass die Domäne einfach so krass ist, aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass es vielleicht ein Update gab und das irgendwie gewollt war, dass die einfach mal ein bisschen größer wird. Könnte ich mir vorstellen. Schon wieder. Und schon wieder nur ein... Wobei, es heißt hier entscheidender Sieg. Ja, es haben alle überlebt. Nur ganz knapp, aber sie haben überlebt. Eine tiefe, raue Stimme schallt durch euren Kopf, ein ungebetener Eindringling. Ich beobachte dich schon seit geraumer Zeit, Magier. Ich finde deine Gier nach Macht inspirierend. Wer seid ihr? Zeigt euch. Ein kehliges Lachen hallt in eurem Kopf wieder und dann dem erschrockenen Blick eurer Gefolgsleute nachzuurteilen, können auch sie es hören. Habt Geduld, Magier. Ich werde euch bald über meine Absichten aufklären. Ihr beobachtet, wie der Lehrling an eurer Seite plötzlich verkrampft und kreidebleich wird. Was ist los? Die Stimme fährt fort. Ich, Sarul, Herr der namenlosen Herrscharen in diesem Reich, habe Anspruch auf diesen Lehrling von dir erhoben. Ich finde seine Talente und Kraft vielversprechend. Es ist amüsant zu sehen, wie sich dein Lehrling abmüht. Wie dem auch sei, in ein paar Tagen wird er mir untertan sein. Plötzlich bricht dein Lehrling zusammen und schreit vor Schmerzen. Du siehst, wie ein dunkles Mal auf seiner Stirn erscheint, als wäre es in seiner Haut eingebrannt. Euer Lehrling wird von dem Dämonenfürsten Sarul beeinflusst und soll in dessen Reihen aufgenommen werden. Während dieser Zeit verderben schreckliche Visionen seinen Verstand, jedoch kann auch uraltes Wissen gewonnen werden. Damit kommst du nicht durch. Ist das ein Versprechen? Wieder ertönt ein Lachen, das mit jedem Augenblick schmerzhafter wird. Dann komm, Zauberer, komm und finde mich. Such mich doch. Irgendwo habe ich den größten Dämonenlord der Welt versteckt. Nein. Wenn du es kannst, die Stimme verschwindet und lässt dich mit deinen Gedanken und den entsetzten Truppen zurück. Wir finden besser schnell diesen Dämon. Okay. Hält 60 Tage an und danach gehört der nicht mehr mir. Ist das so? Ah. Ist das so? Okay. Aber wir wissen ja gar nicht, wo der wir wissen ja gar nicht, wo der ist. Wir wissen ja nichts darüber. Wirklich gar nichts. Wie soll ich da denn was machen? Das erscheint mir ist schon ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen, ne? Okay, der ist gleich gebaut. Hier können wir gerade nicht so wirklich viel tun. Außer wir könnten der Tourist noch machen. EP-Bonus ist ja grundsätzlich auch cool, ne? Die können wir verderben. Den nicht, den können wir lassen. Ja, der tut mir ein bisschen leid, mein Typ hier. Auf eurem Weg durch das Land stoßt ihr auf einen abgetrennten menschlichen Fuß. Blutspuren sind auf dem Boden verteilt und ziehen sich bis ins Unterholz. In der Ferne hört ihr ein schmerzerfülltes Stöhnen. Folgt der Spur, vielleicht ist jemand in Schwierigkeiten. Ihr folgt der Spur und findet eine Frau im Unterholz versteckt. Ihr Rock ist mit Blut durchtränkt und wurde zerrissen, um einen erbärmlichen Verband um ihren Beinstumpf zu bilden. Sie ist blass und zittert pausenlos. Hinter ihr bricht eine kleine Gruppe an Untoten durch die Bäume und sucht nach ihrer entflohenen Beute. Tötet sie!
Ja, Autoschlacht. Oh, schade. Der Wolf ist tot. Der Wolf ist tot. Mit lautem Krachen und Knirschen stürzen die Leichen erneut leblos zu Boden. Die Frau versucht, auf euch zuzukriechen, zu erschöpft, um noch Angst zu verspüren. Danke, ich. Sie bricht mit einem herzzerreißenden Stöhnen zusammen. Wir bleiben für eure letzten Atemzüge bei euch. Sie lächelt euch schwach an und ihre Augenlider flattern. Als sie zu sprechen ansetzt, senken sich die Lider wieder und diesmal öffnen sie sich nicht mehr. Bei ihrem letzten Atemzug spürt ihr eine Wärme wie eine Hand auf eurer Schulter, die eure Entschlossenheit stärkt. Ach cool. Segen. Das kennen wir ja auch. Ja, aber jetzt sind wir halt deutlich geschwächt, ne? Deutlich geschwächt. Der wartet noch auf Befehle. Da gehen wir erstmal wieder zurück. Sind die jetzt alle besessen? Ne, hier ist einer noch nicht besessen. Flankenangriffe, weiß ich halt nicht, ob das auch für Fernkampf zählt. Das ist halt jetzt so die Frage. Alle eure Einheiten verfügen über 100% tägliche Regeneration. Nice. Hier haben wir die Loge gebaut. Mit einer gewaltigen Domäne. Ihr konzentriert euch gerade auf die Studie eures besonders komplizierten Zaubers, als ein lautes Geräusch von draußen eure Aufmerksamkeit fordert. Ihr geht an das Fenster und seht eine kleine Karawane, die gerade im Begriff ist, vorbeizuziehen und einen Halt einlegt bei einem nahegelegenen Brunnen. Sie haben Nahrung und andere Güter bei sich und scheinen euren Turm als Sammelpunkt zu nehmen. Denn ihr seht weitere Wanderer sich der Karawane anschließen. Was hat das zu bedeuten? Ihr tretet vor euren Turm, um die Reisenden zu befragen und bekommt bereitwillig eine Antwort. Es ist wegen der Trolle, wisst ihr? Sie haben begonnen, sich zusammenzurotten und Behausung zu bauen. Und nun brauchen viele Hilfe, weil die Trolle ihnen alle Nahrung wegfressen oder gar zerstören. Der Sprecher gestikuliert in Richtung eines kleinen Handkarrens, gefüllt mit Waffen, und fährt fort. Und natürlich brauchen sie auch Waffen, um sich zu verteidigen, so sollten die Trolle zu nahe kommen. Dann alles Gute auf eurem Weg. Die Reisenden danken euch und machen sich wieder auf den Weg. Ihr habt bereits gehört, dass die Trolle aufgrund von Dämonen aus Regan-Goa geflohen sind. Aber es ist das erste Mal, dass ihr davon hört, dass sie Behausungen bauen. Wofür sie sich wohl vorbereiten oder wogegen? Ich werde das Ganze beobachten. Die Geschwindigkeit der verzauberten Einheit erhöht sich erheblich. Viel. Das ist viel. Das ist sogar sehr viel. Stellt das Überleben der Riesen im Nordwesten sicher. Okay. Tief in den brennenden Schluchten von Bargagor lodern die ewigen Flammen. Mit dieser Beschwörung stehen sie euch zur Verfügung. Na, dann nehmen wir sie doch. Und man kann halt überlegen, ob man mal hier in Richtung Geschwindigkeit geht. So, das ist schon etwas besser. Du kannst jetzt außerdem... Oh, wir können jetzt eine zusätzliche Ausbildung machen, sehe ich gerade. Wir holen uns mal zwei Kultisten. Ein Kultist kommt dann nach Siebenburg. Und ein Kultist kommt nach Illuvien. Hier können wir ja leider immer noch nichts machen. Zweimal tot. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Wir haben so viel Geld mittlerweile, ne? Jetzt echt nicht schlecht. Du wartest noch auf Befehle. Du bist mittlerweile auch ein bisschen schwach. Vielleicht sollten wir euch vereinen oder so. Ein bisschen wenig Truppen irgendwie, ne? Und dann greifen sie uns auch noch an, die ganze Zeit, wie die Bescheuerten. So, da haben wir jetzt auch einige tolle Sachen bekommen. Wie wäre es denn mal, wenn wir hier nochmal ein bisschen... Da kommen wir, wie gesagt, ja gerade nicht hin. So, dann haben wir hier Siebenburg. Lang ist es her mit Siebenburg. Wie der einfach meinen Turm angreifen will, ne? Schon ein bisschen sehr dreist. Die sind alle besessen. Ah, sehr schön.
Da müssen wir dann mal gucken. Wie viele Besessenen habe ich gerade? Ah, das ist ja hier das Grimoire, ne? Ich habe 6 von 8, die ich haben muss. Okay. Das ganze Zeug hier ist erschöpft, das heißt, den Turm hier zu behalten, bringt jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Sorry. Wir müssen eigentlich demnächst mal schauen, dass wir das Geheimnis der Former hier anfangen. Aber das hat sonst noch ein bisschen Zeit. Wir sollten jetzt erstmal versuchen, diese beiden Kulte da zu machen. Sie hauen ab. Das war irgendwie... Davon war auszugehen, dass das passieren würde. So, jetzt fehlt uns nur noch einer. Mit dem könnten wir mal zur Menagerie gehen, fällt mir gerade ein. Dorfgerüchte. In der Dorfschenke seht ihr einen einsamen Säufer sitzen. Hin und wieder greift er nach einem anderen Gast, der an ihm vorbeigeht und versucht lallend etwas zu sagen. Jedes Mal wird er ausgeschimpft oder wütend angestarrt und seine Worte werden stets ignoriert. Ich bin nicht verrückt, ruft er auf einmal. Ich weiß, was ich gehört habe. Der Turm hat geweint. Erzählt mir, was ihr gehört habt. Ich war innen, Wäldern, jagen. Dann habe ich die Ruinen gesehen. Man sagt, da hat vor hunderten Jahren ein edler Herr gewohnt. Dessen Sohn hat einen anderen Mann geliebt und er hat sie da gefangen gesetzt, so sagt man. Hat sie im höchsten Turm eingesperrt und hat sie... Man hat sie nie wieder gesehen. Ich schwör bei den Wächtern, ich dachte, das ist ein Märchen. Aber es ist wahr. Ich habe den Turm gesehen. Ich habe Hilferufe gehört. Und als ich mich für einen Moment umgedreht habe, war die Ruine weg. Interessant, wir werden nach Ruinen Ausschau halten. Ja, jetzt die Frage, wo das ist, ne? Unser alter Startpunkt war übrigens irgendwo hier drüben. Was zur Hölle? Gargol. Der ist neu. Ruinen. Dämonischer Einfluss. Okay, das ist also dämonischer Einfluss. Hier sind auch Dorfgerüchte. Vielleicht sollten wir erstmal... uns Siebenburg angucken. Forschung auswählen. Feuerwand. Umgibt euren Turm und eure Logen mit einer feurigen Wand, die eure Feinde im Kampf verbrennt. Das finde ich auch gut. Opferritual. Blut birgt immer Macht. Mit diesem Ritual könnt ihr es zu eurem Vorteil nutzen und Blut in Eisen und Stahl verwandeln. Okay. Wir werden irgendwann mal den Beschwörungskreis ausprobieren. Wir gehen erstmal hier oben hin. Du gehst zur Menagerie. Die Kultisten sind gleich auch fertig. Versorgt euch nicht, die Bestien sind tot. Wir haben hier ihre Pelze als Beweis. Haha, ihr werdet als Held gefeiert und mit Gold für eure Hilfe entlohnt. Endlich können wir ohne Angst schlafen. Eure noble Tat wird uns stets in Erinnerung bleiben. Mögen die Wächter euer Dorf schützen. Das reicht aber noch nicht, um die nächste Stufe zu erreichen bei denen. Da muss noch mehr passieren. Wir brauchen halt das Lenia hier, ne? Das heißt, als nächstes müssen wir mit dem Arbeiter da hochgehen. Sonst ist das nicht so praktisch. Der Spieler ist dran. Ihr bekommt in einer Taverne ein Gespräch mit. Der alte Dani hat erzählt, dass er Schwärme von Spinnen in Südwacht gesehen hat. Ich hoffe, sie bringen diese Monster um, bevor sie hierher kommen. Stell dir nur vor, du wachst auf und eine Spinne so groß wie deine Scheune reißt dein Haus ein. Ihr habt ein Spinnenproblem? Wir können uns darum kümmern. Humpen werden zu eurem Dank erhoben. Oh, nun, das wäre hervorragend. Endlich ein wahrer Held. Die Miliz von Südwacht sollte euch für die Anstrengungen bezahlen. Zum Wohl. Die Mission kennen wir auch schon. Die ist nicht neu. Sitz der Könige. Ja, wir bekommen natürlich keine Audienz. Tor nach Dunkeltal. Die Quest kennen wir auch.
Ein großer Zettel wurde an eines der hölzernen Stadttore genagelt. Wir wenden uns an alle mutigen Bürger der Hohen Mark. Die Untoten von Dunkeltal machen die Lande unseres Königs unsicher und verbreiten Zerstörung. Die Krone verspricht eine große Belohnung für die mutigen Seelen, die es wagen, in den verfluchten Wald von Dunkeltal vorzudringen und die scheußlichen Monster zu vernichten. Meldet euch beim Dunkeltal-Tor im Süden von Siebenburg, wenn ihr bereit seid, für das Königreich zu fechten. Ja. Bin ich eigentlich aber jetzt noch nicht ganz. Ja, die ganzen coolen Sachen kennen wir hier. Allerdings haben wir auch da den Ruf halt noch nicht. So, du gehst hier lang und du gehst hier unten lang. Und dann werden wir Kulte erstellen. Denn so gehört sich das. Wir brauchen außerdem... Was könnte man dann nochmal gebrauchen? Mehr Wölfe. Noch zwei Wölfe. Und den Allfeuerfluss sollten wir so steuern, dass wir nicht beim Mana ins Minus laufen. Du wartest noch auf Befehle. Gibt es da eine neue Quest? Nee. Kräutergarten können wir da aktuell ja auch nicht bekommen. Menagerie. Helle, bunte Laternen beleuchten riesige Zelte und Kutschwagen. Alles ist in lebhaften Farben angemalt und es erklingt eine einladende, wenn auch laute Musik. Ein großes Banner überspannt den Eingang Zacharias Menagerie der Monster und Absonderlichkeiten. Gehen wir rein. Auf den zentralen Platz werdet ihr direkt von jonglierenden Clowns, tanzenden Menschen und Leuten auf Stelzen umstellt. Der Lärm vieler verschiedener Tiere umgibt euch. Bezahlt 5 Gold für die Aufführung. 8 Clowns rennen durch das Zelt und spielen dabei dem Publikum und sich gegenseitig Streiche. Einer von ihnen zündet die Requisiten an. Ein anderer spritzt Freiwillige mit Wasser nass. Das alles ist chaotisch und ein wahres Pandemonium, aber das Publikum biegt sich vor Lachen. Geht wieder raus, besucht die Wahrsagerin. Ihr gelangt zu einem kleinen Zelt, das nach Salbei und Thymian riecht. Darin sitzt an einem niedrigen Tisch eine zierliche Frau, deren vernebelte Augen euch durch das Zeltinnere folgen. Sie schüttelt einen Lederbecher und kippt einige Steine mit seltsamen Symbolen auf den Tisch. Kommt und seht eure Zukunft. Fragt nach einem kleinen Einblick, meine Knochen sagen mir alles, was ihr wissen wollt. Es wird nicht billig, aber sie kennen euer Schicksal. Okay, nochmal 5 Gold. Die Frau zieht einen Stapel unbeschriebener Metallkarten hervor, die seltsame Erhebungen aufweisen. Sie mischt sie durch und legt 3 davon vor euch aus. Dabei fährt sie mit den Fingern über jede einzelne Karte. Eine schöne Blüte, die Falle bringt Tod. Flieht vor dem Zugriff, euer Blut fließt sonst rot. Aha. Als sie geendet hat, schaut sie euch wieder an und ihre blinden Augen bohren sich in eure Seele. Und damit wären wir für heute fertig. Okay. Ihr kommt zu einem Brunnen mit einem kleinen Schindeldach und einem Seil, das hinunter ins Wasser hängt. Die Legende besagt, dass die Glücksgöttin in solchen Brunnen lebt und im Gegenzug für einen freiwillig entrichteten Tribut einen Segen gewährt. Okay, wieder 5. Die Münze prallt mit einem hellen Klimpern von den Steinen ab und platscht ins Wasser. Einen Moment später spannt sich das Seil, als wäre der Eimer plötzlich schwerer geworden. Eine heisere Stimme ertönt aus dem Inneren des Brunnens. Bei den Wächtern, ich danke euch. Ich habe mir die Lunge aus dem Leib geschrien, aber niemand konnte mich hören. Bitte holt mich hier raus. Zieht ihn heraus. Ihr zieht einen sehr nassen und sehr erschöpften Zwerg aus dem Brunnen. Er zittert am ganzen Körper und flucht. Verdammte Diebe, Bastarde, ich werde euch finden. Er wringt seinen Bart und seine Kleidung aus. Was ist euch geschehen? Was glaubt ihr denn? Ein verdammter Raubüberfall. Das ist mir geschehen. Er spuckt Wasser. Ein Haufen Diebe hat meine Truhe gestohlen und mich in den Brunnen geworfen. Sie waren aber nicht besonders gründlich. Er greift in seine Tasche und holt einen großen Schlüssel hervor und grinst. Sie wissen nicht, dass sie den hier brauchen. Wie wäre es, wenn ihr euch mir anschließt? Wir könnten dem Mistkern eine Lektion erteilen. Ich werde euch großzügig entlohnen. Geht voran. Okay. In Siebenburg? Das ist ja auch merkwürdig. Aber gut, das ist, wie es ist. Sehr nice. Wir bekommen 2x Himmelseisen und noch ein Goldnugget. Mit den ganzen Goldnuggets, die wir haben, haben wir auch schon ein beträchtliches Vermögen mittlerweile. So, wo ist da? Du musst hier hin. Neben einer Großstadt, also wahrscheinlich hier stehen. Ja. Ich würde sagen, das reicht auch erstmal für diese Aufnahme. Den Kult werden wir jetzt hier erstellen. Beim nächsten Mal
werden wir dann, ich gehe hier oben lang, die beiden Kulte erstellen, werden gucken, ob wir damit noch andere Dämonen bekommen können. Und wer weiß, vielleicht können wir ja irgendwann hier einen großen Dämonen herstellen. Es wäre zumindest cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt darauf. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt darauf. Und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.